Johannes Kapitel 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Danke dir, Herr. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm. Deshalb brauche ich davon noch mehr. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm. Deshalb brauche ich davon noch mehr. Unser tägliches Brot, wir bitten dich, Vater, gib uns heute. Bitte vergib mir, Herr, für den falschen Stolz, den ich mir anhäufte. Ich träumte von Geld und Macht und wie ich eine Bank ausraube. Menschen sich vor mir fürchten und ich mir einen dicken Wagen kaufe. War von Selbstsucht bestimmt, voller Lügen, Zorn und Grimm. Aufgeblasen, ein Lästerer, wollte um jeden Preis gewinnen. Wurde krank und ließ mich letzten Endes operieren. Lag am Boden, doch er half mir hoch und sprach, ich bin bei dir. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm. Deshalb brauche ich davon noch mehr. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm, deshalb brauche ich davon Wenn noch mehr. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, die Flamme wird dich nicht versengen. Gott kam in Jesus durch den Sohn, können wir ihn erkennen, er hat es uns ins Herz gelegt, ihn nachzufolgen und ihn ernst zu nehmen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in seinem Sohn ist, mit dem wir auferstehen. Seine Weisheit ist vollkommen und übersteigt unser Verständnis. Die Hoffnung, die wir haben, wird gestärkt durch die Erkenntnis. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Johannes Kapitel 6, 35. Was für eine Gnade, denn wir sind an seinem Leib beteiligt. Wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bezeugst und du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich hab verstanden, hab bereut und so gab er mir ein neues Herz. Rauche nicht mehr Joints, sein Wort hat mich befreit, gereinigt und gezeigt, dass Gott zu jeder Zeit spricht. So lasse dich drauf ein, egal wo du heute stehst. Gott ändert dich zum Besten, du wirst sein Brot nur schmecken, wenn du anfängst es zu essen. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm. Deshalb brauche ich davon noch mehr. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm. Deshalb brauche ich davon noch mehr. Ich will nur hoch zu meinem Herrn. Bis in den Tod werde ich ihn ehren. Unser tägliches Brot bringt uns immer näher zu ihm, deshalb brauche ich davon noch mehr. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes Kapitel 6, 38.